In diesem neuen Video soll es um das Thema Leasingrückgabe gehen. Man hört ja ganz oft beim Leasing, das dicke Ende kommt zum Schluss. Und auch wir haben vor einigen Wochen unseren Golf 7 im Leasing zurückgegeben. Wie dieser ganze Prozess abgelaufen ist und warum auch wir eine Leasingrückzahlung leisten mussten, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit viel Spaß bei Tofi elektrisiert. Bevor wir jetzt zum Thema der Leasingrückgabe kommen, wollen wir euch natürlich auch noch die Eckdaten zu unserem Golf-Leasing geben und euch erzählen, was uns daran gut und schlecht gefallen hat. Ja, die Eckpunkte zum Leasing sind, wir haben das Leasing für 36 Monate abgeschlossen, haben eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometern und das Leasing ist inklusive Wartung und Verschleiß und wir hatten eine monatliche Rate von 285 Euro. Was uns beim Leasing von unserem Golf wirklich sehr gut gefallen hat, ist, dass wir pro Monat nur geringe Kosten hatten, nämlich die Leasingrate. Ja, zudem war es schön, 3 Jahre einfach ein Auto austesten zu können und sich jetzt nicht von vornherein länger an ein bestimmtes Auto zu binden, sondern eben 3 Jahre schauen zu können, wie gefällt einem das Auto und das Auto nach den 3 Jahren dann aber wirklich auch zurückzugeben und sich auch für ja, was Neues wieder entscheiden zu können. Und ein Aspekt, ja, der auch wirklich sehr positiv für uns am Leasing war, ist, dass eben klar war, nach 3 Jahren geben wir das Auto wieder an VW zurück. Das heißt, wir mussten uns nicht, wie wenn wir das Auto jetzt gekauft hätten, darum kümmern, an wen verkaufen wir das Auto, wie viel bekommen wir für das Auto noch, sondern es war klar, das Auto wird an VW zurückgegeben und damit ist dieser Prozess dann abgeschlossen. Dann kommen wir jetzt mal dazu, was uns am Leasing nicht so gut gefallen hat. Das war zuallererst die Kilometerbegrenzung. Man hat doch immer, gerade zum Anfang, als wir das Auto neu hatten und wo man eigentlich Spaß mit so einem neuen Auto ja haben möchte, doch immer sehr auf die Kilometer geachtet und dann rechnet man immer so hoch, oh, wenn wir jetzt 500 Kilometer für irgendeinen Städtetrip fahren, haben wir denn noch fürs Jahr genug übrig oder nicht? Oder es war immer so ein ungutes Gefühl, was irgendwo mitgesprungen ist, auch wenn sich das im Laufe der Jahre dann doch deutlich verbessert hat, dass wir gemerkt haben, dass wir so oder so nicht so viel fahren werden. Der zweite Punkt ist, dass man sich doch immer Sorgen um das Auto macht im Leasing, weil man weiß ja, dieses Thema Leasingrückgabe kommt und hat dann immer von diesen ganzen Berichten Angst, oh, wenn irgendwo ein Kratzer ist, den man vielleicht mit seinen eigenen Augen gar nicht sieht, dass einem das angelastet wird und dass man tausende Euros nachbezahlt. Deswegen hat man immer sehr aufs Auto im Wesentlichen geachtet. Und der dritte Punkt ist, dass man das Leasing nicht einfach vorzeitig beenden konnte. Ich wäre zwischenzeitlich eigentlich schon gerne vorher auf den Tesla, in dem wir jetzt sitzen, umgestiegen. Aber das ist quasi nicht sinnvoll möglich. Es ist zwar rein rechtlich möglich, das Leasing aufzuheben, aber nur, wenn man entweder sehr, sehr gute Gründe hatte, die jetzt in meinem Fall nicht vorhanden waren, oder wenn man eben das Leasing quasi rauskauft. Also man muss die gesamte Leasing-Anzahl, die noch offen ist, also den monetären Wert des Leasings, dann komplett zurückbezahlen, um aus dem Leasing rauszukommen, was natürlich wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ja, das waren so die 3 Punkte, die uns am Leasing gestört haben. Wenn ihr auch ein Auto least, was gefällt euch denn daran gut oder schlecht? Schreibt das auch mal gerne unten in die Kommentare. Bevor wir jetzt zur Leasing-Auswertung kommen, möchte ich gerne noch mal Dinge erwähnen, die jetzt in dieser Leasingzeit uns besonders aufgefallen sind. Und zwar fangen wir mit etwas Unfreundlichen an. Und zwar hatten wir 2 Schäden in dem Auto. Einmal war ein Kratzer drin, das war ein Teilkasko-Schaden. Und das andere war eine Dachlawine, die uns auf das Auto gefallen ist. Und das war tatsächlich ein höherer Schaden, der aber ein Vollkaskoschaden war. Also wo wir nur eine sehr geringe Selbstbeteiligung drin hatten. Und was da doch aufgefallen ist bei den beiden Sachen war, man kann nicht einfach beim Leasing-Auto zu einer Werkstatt gehen und etwas reparieren lassen. Sondern man braucht immer die Freigabe von dem Leasing. In unserem Fall ist das die Volkswagen Financial Service. Und das lief dann so ab, wir sind zu einer Werkstatt gegangen, die haben einen Kostenvoranschlag gemacht, der muss dann von der VW Bank freigegeben werden und dann konnte der Schaden repariert werden. So war es zumindest bei dem kleinen Kratzer, den wir hatten, bei dem größeren Schaden war es tatsächlich so, dass dann noch extra Gutachter kommen musste und eben überprüfen musste, ist das denn wirtschaftlich überhaupt noch sinnvoll, das Auto zu reparieren. Und dadurch hat sich dieser ganze Prozess tatsächlich über, ich glaube, 2 Monate insgesamt gezogen, bis wir das Auto wieder repariert bekommen haben. Sollte man, muss man einfach mal wissen, dass es eben eine Besonderheit ist, die es eben im Leasing gibt. Die dritte Sache, die uns aufgefallen ist, ist etwas Positives. Und zwar war das
VW-Autohaus hier in Wernigerode, was uns wirklich unheimlich gut gefallen hat vom Service her. Ja, ich bin jemand, mir ist der Service wichtig. Ich habe ja mit dem Tesla-Service einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Und da ist das, der VW-Service, den wir hier vor Ort hatten, ein krasses Gegenteil. Der war wirklich hervorragend. Wir hatten nie irgendwelche Termine, die nicht eingehalten wurden, sondern es war immer alles genau so, wie man sich das in einem Service wünscht. Auch bei so Kleinigkeiten wie beim Reifenwechsel oder bei der Inspektion. Ja, da gab es immer einen Fahrservice oder das Auto wurde uns vor die Tür gestellt. Alle waren zeitlich immer super flexibel und das war schon extrem positiv. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr dazu noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Dann kommen wir jetzt mal zum spannendsten Teil. Und zwar, wie diese ganze Leasingrückgabe funktioniert hat. Ich fange mal an mit den gefahrenen Kilometern. Wir hatten ja 30.000 Kilometer zur Verfügung und das Auto haben wir als Jahreswagen bekommen. Da waren 6.000 Kilometer drauf. Und nach den 3 Jahren hatten wir dann 27.000 Kilometer auf dem Auto, also sind 21.000 Kilometer gefahren. Hier sei leider gesagt, dass wir vertraglich keine Minderkilometer bekommen haben. Normalerweise hat man im Leasing, wenn man mehr fährt, muss man etwas zusätzlich bezahlen. Wenn man weniger fährt, hat man sogenannte Minderkilometer und kriegt was wieder. War bei unserem Leasingvertrag aber leider ausgeschlossen. Ja, vor der Leasingrückgabe wurden wir noch darauf aufmerksam gemacht, dass es online bei VW so einen Katalog gibt, wo eben die Punkte drinstehen, die bei der Leasingrückgabe dann auch angeschaut werden vom Gutachter. Den sind wir vorab dann mal durchgegangen und konnten bei den genannten Punkten jetzt aber nichts feststellen, was bei unserem Golf ja in einem schlechten Zustand wäre. Ja, und vorab, vor der Leasingrückgabe, haben wir das Auto natürlich auch nochmal ausführlich ja gewaschen, weil wir haben das Auto ja auch in einem sauberen Zustand bekommen. Und es macht natürlich unserer Meinung nach auch nochmal einen besseren Eindruck, wenn man das Auto einfach auch sauber zurückgibt. Das Saubermachen hat sich dann vielleicht auch noch irgendwo rentiert, weil die eigentliche Begutachtung lief dann eigentlich sehr, sehr gut ab. Vielleicht vom Prozess her nochmal. Man kriegt dann 2-3 Monate vorher Post von der, bei uns war es VW Bank, die daran erinnert haben, dass wir doch so einen Termin zur Leasingrückgabe machen sollen. Das haben wir dann telefonisch mit unserem Händler entsprechend ausgemacht. Der hat dann den Gutachter beauftragt, dass der dann eben zu der entsprechenden Zeit da war. Am Tag selber war es dann auch sehr unkompliziert. Wir kamen dann dahin, dann kam der Gutachter, der hat es in so eine Begutachtungszelle gefahren und hat das dann eben von unten nach oben komplett angeguckt. Dabei ist übrigens zum Beispiel auch aufgefallen, dass die Lackdichte unterschiedlich ist. Also hat man optisch gar nicht gesehen, aber von dieser angesprochenen Reparatur konnte er da eben feststellen, dass es da einen Unterschied gibt. Aber dadurch, dass es eben eine authentifizierte Reparatur war, war das alles völlig in Ordnung. Ja, dann hat er sich das alles noch ein bisschen angeguckt, Felgen, den Innenraum und so weiter. War aber auch alles gut, bis er meinte, oh, jetzt hat er doch eine Sache gefunden, die er uns in Rechnung stellen muss. Oh no. Und das war das Reifenreparatur-Kit. Das war leider abgelaufen. Ja, und dadurch wurde uns dann noch zusätzlich 50,48 € dafür in Rechnung gestellt. Ja, das war es dann halt auch schon mit unserem Bericht zum Thema Leasingrückgabe. Ja, wir haben uns da wirklich im Vorfeld ja richtig große Gedanken zugemacht. Oh, wie viel müssen wir wohl nachzahlen? Was wird da alles gefunden? Wie lange dauert sowas? Und im Endeffekt war das alles völlig unbegründet. Es war wirklich ein super netter, einfacher Prozess dahinter. Gut, diese 50,48 €, es ist ja die eigene Schuld, dass sowas abläuft. Es ist auch völlig in Ordnung aus unserer Sicht, das zu bezahlen. Ist halt wirklich nicht das, womit wir im schlimmsten Fall gerechnet haben. Ja. Damit hoffe ich, dass wir einfach so ein Stück weit euch auch ein bisschen die Angst nehmen konnten, wie das mit dem Leasing funktioniert, dass eben diese Gerüchte, die es teilweise so kursieren, einfach nicht begründet sind. Wenn man pfleglich mit seinem Auto und normal mit seinem Auto umgeht, dann muss man nicht damit rechnen, dass man irgendwelche horrenden Nachzahlungen hat. Aber auch an der Stelle würde uns mal sehr interessieren, was sind denn eure Erfahrungen mit dem Thema Leasingrückgabe, falls ihr schon mal eine hatte oder vielleicht bei euch eine ansteht. Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zugucken, wünschen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Tofi elektrisiert.